Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Map-Vorstellung von mir. Und zwar spielen wir heute auf der Landwirtschaft Extrem 2013 V1.0D vom Funky. Ja, die Map ist der Burner, würde ich sagen. Denn ich mache hier jetzt wirklich nur Map-Vorstellung von Maps, die ich selber nur spielen würde. Allein schaut euch mal den Hof an. Diese gepflasterten Steine ist der absolute Hammer. Ja, ich habe hier ein bisschen schon mal dran rumgebastelt, habe mal ein paar eigene Mods mit eingebaut und wir gucken uns aber erstmal hier den Hof an. Ja, hier haben wir einmal eine Rüben- und Kartoffelabladestelle. Hier haben wir schöne Unterstellmöglichkeiten für unsere Maschinen. Also der Hof ist der absolute Hammer. Schön alles kompakt auf einem Punkt, nicht zu eng gebaut. Was ich geil finde, schön mit Schranken abgetrennt. Ja, hier haben wir, ich glaube, Kuhstall, ja, genau, weil hier ist diese Milchabholstation. Da hat der gute Funky hier noch eine Leiter eingebaut, da kann man auf dem Heuboden hochlaufen und kann sich diese ganze Sache von oben angucken. Ja, hier kann man Heu abladen, das wird dann hier oben eingelagert. Richtig schick gemacht vom Funky. Ja, hier drüben haben wir die Silos, wie ich das richtig sehe. Jawohl, Gerste, Raps, Weizen und den Mais. Also Standardfruchtsorten. What? Miau? Eine Mietskatze haben sie ja auch mit reingesteckt. Hier haben wir die Hühner. Ein bisschen mal was anderes. Das müsste der Wollpalettenkollektor sein. Mal gucken, wo er den hingestellt hat. Ja, wer hier mit Maphouse Ref Station spielt, hat er hier die richtigen Anschlüsse dafür. Ja, da hinten ist der Wollpalettenkollektor. Da könnt ihr dann Paletten aufladen. Ah, richtig schick gemacht. Die Grastextur, die Landschaft mit den Strommasten. Ja. Wir gucken uns mal schnell das PDA an, also die Map. Da seht ihr ja ziemlich riesige Felder im viereckigen Stil gehalten. Mittendrin zentral gelegen die BGA, dann haben wir hier einen Landhandel, die Bäckerei, das heißt alter Speicher, glaube ich. Was das heißt, kann ich jetzt nicht lesen. Hier ist die Spinnerei, haben wir einen Strand, die Brauerei am See, was? Gartencenter, eine Wiese und noch eine Wiese. Ja, wir fahren das jetzt einfach mal alles ab und gucken uns das mal aus der Nähe an alles. Jo, dafür schnappen wir uns mal ein schönes Fahrzeug. Ja, hier seht ihr mal ein paar Mods von mir, die ich mit denen ich sehr gerne spiele. Ich stehe halt auf Krone und Glas, deswegen sieht das alles so ein bisschen eintönig nach diesen zwei Marken aus. Welchen nehmen wir denn mal? Wir schnappen uns mal hier den schicken MAN, hängen noch ein Hängerchen dran und dann fahren wir mal die Map ab. Also mal gucken, ob ich den hier rauskriege, den. Alles mal ein bisschen ja nach extrem aussieht, weil wir spielen ja auch auf extrem, auf einer extremen Map. So, dann fahren wir erstmal hoch zum Wasserspeicher und schauen uns den mal an. Ja, wie gesagt, unten ist die kleine Map. Wer gern wissen möchte, wo ich bin, kann sich das hier ansehen. Das ist der Hammer, oder? Das sieht so geil aus. Absolut genial gemacht, Funky. Ja, ein herzliches Dankeschön schon mal an dich für die Map. Ist der echte Burner, die Map. Also ist es... Ich habe jetzt noch nicht drauf gespielt. Ich habe jetzt nur ein bisschen experimentiert mit meinen eigenen Fahrzeugen, ob das alles so läuft, wie ich das möchte, die Mods. Und ja, ich habe keinerlei Probleme. Auch mit meinem relativ, sage ich mal, vergleichsweise schwachen PC habe ich kein Ruckeln oder irgendwas. Die Map läuft einmal frei. So, da fahren wir mal,
Fahren wir mal zum BGA, das ist ja das nächste hier bei uns in der Nähe. Und gucken mal, wie es dort ausschaut. Ja, hier haben wir ein riesengroßes Freilandsilo, also ohne diese Wände. Also hier könnt ihr jetzt die Silage abladen, können die verdichten. Also es ist ein Haufen Platz hier. Ist auch bitter nötig bei den riesen Feldern, die der Fangi uns da hingestellt hat. Ja, fahren wir nochmal kurz hier über den Hof. Ja, hier ist mein kleiner Glasfuhrpark. Also der ist hier nicht mit dabei. Das sind alles Mods, die ich mir selber runtergeladen habe. Wer Interesse hat, kann mich ja in der Videobeschreibung danach fragen. Dann kann ich euch den Link gerne weiterleiten. Was mich ein bisschen stört, diese kleinen Baumhäufchen hier, das ist, finde ich, jetzt nicht allzu pralle. Ja, huch! Haha, das wusste ich aber auch noch nicht, dass diese LKW so ein lustig U-Bahn. Namenlos BGA. Schick. Ja, da fahren wir jetzt mal hin zur BGA. Oh, auch diese Straßentextur mit diesen Rissen im Asphalt. Richtig schick. Richtig, richtig schick. Ja, uns gehören hier vier riesige Felder eigentlich, würde ich sagen. Also das Feld 5, das ist eines der größten. So, hier geht's. Alter Speicher, namenlos. Und zur B25. Ui, schick, eine Allee. Also ich fühle mich hier richtig wohl auf der Map. Ich glaube, die macht auch richtig Bock im Multiplayer. Ja, wo wir gerade mal bei dem Thema sind. Ich würde gerne eine kleine Spielgemeinschaft starten für diese Map hier. Von Grund auf nochmal, also neu beginnen. Jetzt bin ich irgendwie an der BGA vorbeigefahren. Ah, ich sehe schon. Ja, erstmal zu dieser Spielgemeinschaft. Also wer da Interesse hat, hier auf dieser Map ein bisschen regelmäßig zu spielen, ich werde die auf den Server hochladen. Und im Moment habe ich einen Server für 4 Slots. Also wer Lust hat, kann sich gerne bei mir melden. Dann könnten wir diese Map im Multiplayer zocken. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal die BGA an. Ich sehe schon von Weiden, die hat so richtig schicke Silos im verrosteten Stil. Und ja, mit Waage könnt ihr eure Dings wiegen, eure Silage, die ihr geerntet habt. Richtig schick gemacht. Riesensilos, schicke Bürgen. So, und dann fahren wir jetzt mal zum... Upsala, jetzt habe ich mich verklickt. Fahren wir mal weiter zum Landhandel und schauen uns den mal an. Der ist ja gleich hier unten drunter. Muss ich mal schauen, dass ich mich nicht gleich wieder verfahre. Ja, hier habt ihr auch ein paar Unterstellmöglichkeiten bei der BGA. Was ich ein bisschen vermisst, sind die Berge. Hier kann man Eier abladen. Ups, jetzt habe ich den Hängerabgang. Hier kann man die Eier abladen. Verkaufen von den Hühnern. Wunderschön, wunderschön. Ja, diese Standard-Tankstelle. Das ist ein Abladetrigger. Sieht man jetzt nicht, weil ich diesen HUD-Modus ausgeschaltet habe.
dass ihr mehr von der Map seht. Wie schick, Bushaltestelle. Da hinten fliegt ein Heißluftballon, sehe ich gerade. Wenn ihr ihn seht, da hinten am Horizont. So, mal gucken, wo wir jetzt hinfahren. Ach, ich drücke mal auf die falschen Tasten, wenn ich aussteigen will. Zum alten Speicher fahren wir mal. Alter Speicher 1 und 2. Mal gucken, was wir da finden. Also ich fahre jetzt mal so diese ganzen Abladepunkte mal so an, dass ihr mal seht. Oh, schick hier. Der See. Wir können auch Wassertanks und Wasserauflieger alle auffüllen. Wahrscheinlich auch für ihren Wassermod. Ja, hinten wird es ein bisschen bergig. Also ich vermisse ja so ein bisschen Hügel auf der Map. Das ist ein bisschen flach gehalten alles. Aber kann man verkraften. Also das macht der Fungi mit seinen netten Texturen wieder wett, sag ich mal. Alles ist ja auch alles Geschmackssache. Also ich selber bin aus einer bergigen Region, aus der Rhön, aus der thüringischen Rhön. Und daher mag ich das ein bisschen bergiger. Also, ja, das war mal so ein Speicher hier. Aber welcher? Eins oder zwei? Keine Ahnung. So, hier haben wir das die Molkerei. Also wer hier den Milchmod hat, kann die Milch hier abladen. Und wenn nicht, holt sie ja der LKW automatisch ab. So, gucken wir mal. Hier geht's. LH Nord BGA namenlos. Ja, jetzt müssten wir uns mal ein bisschen südlicher halten. Also ich drehe jetzt nochmal schnell kurz einen kleinen Kreis. Aber hier haben wir noch was. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so ein Abladepunkt, oder? Nee. Ich benutze das mal zum Drehen, zum Wenden, wenn ich hier rumkomme irgendwie. Und dann fahren wir mal Richtung Süden und gucken uns da die Sachen nochmal an. Das wird eine enge Sache hier. Ach, geht. Ja, ich bin LKW-Fahrer gewesen, also. Hallo. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. So ein Leitpfosten muss dran glauben. Ist egal. Auf in den Süden. Da haben wir die Spinnerei, wenn ich das so richtig sehe. Ah, auch schön gemacht. Die Feldverkaufstrigger am Rand, direkt an der Feldauffahrt. Da brauchen wir nicht mal mitten bis aufs Feld fahren. Wunderherrlich. Was ich immer persönlich schön finde, ist, wenn man nicht so viel von der Hagenstedt-Map übernimmt, diese originalen Verkaufsstellen wie die Mühle oder so. Also ich sehe das nicht so gerne auf selber gebauten Maps. So, hier ist der Strand. Das sieht so geil aus. Da hinten ist ein Leuchtturm irgendwas. Mal gucken. Da kann man nicht direkt hinfahren, oder? Schade. Hätte ich mir mal gern von der Nähe angeschaut. Das probiere ich aber dann mal irgendwie dahin zu laufen oder so. Vielleicht komme ich ja bis dahin. Oh, jetzt habe ich mir natürlich ein eigenes Stein in den Weg gelegt und jetzt muss ich erstmal hier rüber. Ach, da unten haben wir noch eine Verkaufsstelle. Die gucken wir uns auch nochmal an. Was das jetzt ist.
So, wir fahren aber jetzt mal ganz frech hier geradeaus. Und fahren zwischen Feld 12 und Feld 14 wieder nach Norden. Und die Bäckerei gucken wir uns dann oben zum Schluss an. Aber wenn ihr das seht, auch gut finde, nicht so überladen, diese ganzen Map-Geräusche, wie auf manchen Maps, wenn man da an einem Punkt ständig vorbeifährt, dann, ja, Kollision ist auch aus, sehe ich gerade. Ja, diese Map-Geräusche, wenn man ständig an irgendeinem Baum vorbeifährt oder so, dann kommt dieser Uhu oder irgendein kläffender Hund auf den Hof und das habt ihr hier nicht. Das ist schon mal ein riesengroßes Plus, weil die Maps sind dann wirklich so schön und das ist dann aber so nervig, da ständig an diesem einen Geräusch da vorbeizufahren. So, jetzt sind wir hier in einem Dorf. Aber wir gucken uns nochmal hier dieses Schild an, was uns der Fungi gemalt hat oder gemacht hat. Willkommen to Fungi's World. Ja, das sind seine Maps, die alle erstellt hat. Flussufer 2013, Big Country, Little Country, Heaven's Gate heißt das genau. Das kann ich nicht so richtig lesen. Wunderschön, diese, auch diese Häuser alle, also nicht vom Standard. So, hier ist der Händler. Nee, das ist eine Tanke. Das ist eine Tanke. Das ist nicht der Händler. Eine richtig schöne große. Hier mit Waschanlage für eure waschbaren Mods. So, hier oben. Fahr mir doch nicht, lauf mir doch nicht in den LKW. Hier oben haben wir noch eine kleine Abladestelle, das ist die Gärtnerei, das Gartensender. Da könnt ihr dann wahrscheinlich auch Stroh und sowas loswerden. So, nehme ich mal an. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Hier könnt ihr Saatgut aufladen, Dünger aufladen. Ja, Mist und Stroh und sowas könnt ihr hier wahrscheinlich verkaufen. Müsste man alles testen noch. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nur mal so, was es alles hier so zu sehen gibt. Und mehr hatte ich eigentlich gar nicht vor. Also wer Fragen hat, ich mache den Link von der Map natürlich in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch bei dem Fungi melden und der wird euch sicherlich Frage und Antwort stehen. So, damit wären wir eigentlich auch schon am Ende. Nein, sind wir nicht, denn wir müssen noch zur Bäckerei. Das ist die letzte Stelle. Glaube ich. So, da haben wir den Händler. Den fahren wir nochmal kurz an. Also nicht den Händler, sondern den Hof des Händlers. Wenn ich jetzt richtig... Nein, das ist die Bank. Die Bank, also hier könnt ihr Schulden machen, wie ihr wollt, und wenn ihr lieb seid, auch Schulden zurückbezahlen. Wir laufen jetzt einfach mal hin zu der Bäckerei. Ich
quäle mich mal hier durch die Hecke durch. So. Und die letzten Sachen zu Fuß zu erkunden. Machen wir mal einen kleinen Spaziergang durch das Dörfchen hier. Aber ich will mal wissen, wo ich den Händler hingepackt. Den wollte ich eigentlich auch nochmal anfahren. Ach, hier ist er. Hier ist der Händler. Nee, das ist die Ablade. Entschuldigung, das ist die Abladestelle für Fleisch, glaube ich. Also für eure Schweine. So, wo ist der Händler? Ich guck mal auf die Map. Der Händler ist da unten, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist die Bäckerei. Also müssen wir in diese Richtung. Gucken uns den Händler an und die Bäckerei und dann seid ihr auch schon entlassen. Dann könnt ihr euch die Map runterladen und loslegen. Am liebsten wäre es, wenn ihr, ja, wenn ihr mit mir zusammen spielen würdet, denn ich habe zwar schon viele oder einige Leute dabei gehabt, die mit mir zusammen spielen, aber irgendwie gehen die dann doch immer wieder ihre eigenen Wege. Und mir wäre es lieb, schon mal so eine feste Spielgemeinschaft zu haben, wo man sich wirklich immer regelmäßig trifft und nicht immer mal da. Ja, der Händler ist eigentlich so Standardgewand der Hagenstedt. Ja, dann würde ich sagen, bis ich jetzt darüber zu der Bäckerei gelaufen bin, dauert ein Weilchen. Schaut sie euch selber an, ladet euch die Map, gebt Fungi ruhig 5 Sterne bei Modhoster. Also die Map hat es wirklich verdient. Es ist der absolute Hammer, wenn man sich das anschaut. Ja, ich beende jetzt hier, werde die Map erstmal ein paar Stündchen spielen und wer Bock hat, mit mir zusammen zu spielen, meldet euch in der Video, in den Kommentaren unter dem Video oder schreibt mich direkt bei YouTube an. Facebook habe ich auch, also alles unter dem Video in der Videobeschreibung. Ihr habt so viele Möglichkeiten, euch bei mir zu melden. Jo, dann hoffe ich bis auf bald, euer Pit. Viel Spaß beim Spielen.